Seit dieser Woche ist auch Bayerns integrierte Leitstelle in Amberg in Betrieb. Unter der Rufnummer 112 betreuen hier 24 Disponenten rund um die Uhr die Stadt Amberg sowie die Landkreise Amberg-Sulzbach und Schwandorf. Das sind rund 291.000 Bürger. Der Neubau der ILS kostete rund 6,2 Millionen Euro. In 2 Jahren soll es hier Bayerns ersten digitalen Vollbetrieb geben. Das Asylbewerberheim im ehemaligen Hotel Salzweger Hof wird realisiert. Die niederbayerische Regierung hat den Mietvertrag des Eigentümers unterzeichnet. Damit werden im nächsten Jahr 98 Asylbewerber in die Gemeinde im Landkreis Passau kommen. Die Salzweger Bürger selbst reagieren verhalten. Sie befürchten, dass sich die Asylbewerber nicht ausreichend in das Gemeindeleben integrieren könnten. Ganz klar gegen ein Heim haben sich die Nationalen Sozialisten Deutschland in einem aktuellen Brief ausgesprochen. Im Fall des schrecklichen Flugzeugunglücks vom vergangenen Samstag in Coburg gibt es erste Erkenntnisse. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, konnte mittlerweile geklärt werden, wer das Flugzeug gesteuert hat. Pilot war der 58 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Fürth. Die Unfallursache ist dagegen nach wie vor unklar. Laut Staatsanwaltschaft werden die Ermittlungen noch Monate in Anspruch nehmen. Wie berichtet, kamen bei dem Unglück vergangenen Samstag neben dem 58-jährigen Fürther eine 31 Jahre alte Frau sowie ein 46-jähriger Mann aus Coburg ums Leben.